Sarah Nurun nach GNTM. Beatrice Egli präsentiert ihr neues Album Yambi. Mozi und Jorge im Tanzworkshop. Prinz Michael Jackson zeigt erstmals seine Freundin. Der Kampf um die Rolle als Meghan Markle. Double Alexander, Honey, Keen, keine Lust mehr aufs Rampenlicht. Darum sorgt ein Kuss von Katy Perry jetzt für Aufsehen. Fürst Albert, so niedlich gratulierten ihm die Zwillinge zum 60. Wegen Alkoholfahrt. Gericht verurteilt Nino de Angelo. Shia LaBeouf hörte Vergewaltigung seiner Mutter mit. Ein brisantes Interview mit O.J. Simpson aufgetaucht. Hat der frühere Footballstar O.J. Simpson, 70, seine Ex-Frau Nicole Brown, 35, und deren Freund Ron Goldman, 25, umgebracht oder nicht? Diese Frage spaltet auch mehr als 20 Jahre nach dem spektakulären Prozess gegen die Sportlegende die Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt sorgt ein brisantes Interview mit O.J. für Aufsehen. Denn viele sind sich sicher, es ist ein Geständnis. Was passierte wirklich am 12. Juni 1994? Kaum ein Verfahren aus den 90er Jahren ist so in Erinnerung geblieben wie die Gerichtsverhandlung gegen O.J. Simpson. In der Nacht des 12. Juni 1994 werden Nicole Brown, die Ex-Frau des Sportlers, und ihr Freund Ron Goldman brutal mit mehreren Messerstichen getötet. O.J. wird festgenommen und des Mordes angeklagt. Trotz erdrückender Beweislast wird er jedoch freigesprochen. Zweifel an seiner Unschuld gibt es bis heute. Jetzt ist ein TV-Interview aufgetaucht, das 12 Jahre lang als verloren galt. Der US-Sender Fox zeigte am Sonntag, 11. März, unter dem Titel O.J. Simpson, die verlorene Beichte, das Gespräch, das der ehemalige Sportler 2006 mit der Wehrlegerin Judith Regen führte. Damals wollte er sein Buch, If I Did It, wenn ich es getan hätte, bewerben. Es befasst sich hypothetisch mit dem Szenario, O.J. sei tatsächlich der Mörder. In dem Interview spricht der Ex-Footballer aber nicht mehr in der Möglichkeitsform, mitten im Gespräch verlässt er den Konjunktiv und schildert die Tat nach aus ich Perspektive im Indikativ. Viele Zuschauer sehen in dieser Schilderung ein Schuldeingeständnis von O.J. Simpson. Die brisanten Aussagen sehen sie im